Willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Vigil The Longest Night. Wir sind in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Ich glaube eher in der Zukunft. Und wir wissen nicht, was geschehen ist, nachdem wir den Boss besiegt haben. Den Torwächter. Und jetzt ist mal rausfinden, was hier eigentlich los ist. Wir sind wieder zurück in der Stadt. Aber die Stadt ist anders, als wir sie in Erinnerung haben. Alles ist merkwürdig. Pisse. Wusstet ihr, dass der Toraußenposten verflucht ist? Als ich noch klein war, habe ich die Geschichte gehört. Vor langer Zeit ist mein Wachmann vor dem Turm gefahren. Er war sofort tot. Geist, sein Geist ist noch immer in den Turm gefangen. Er fragt jeden, den er begegnet, wo sein Helm sei. Scheiße! Dabei fehlt ihm nicht nur sein Helm. Er hat nicht mal mehr einen Kopf. Ich liebe solche Geistergeschichten, deswegen entschied ich, zur Wache zu gehen. Ich weiß aber nicht mehr, wer mir diese Geschichte erzählt hat. Könnte Winter gewesen sein. Eine verstörende Geschichte. Übrigens, wisst ihr etwas über die Seuche? Oh, die Geschichte von der Seuche. Dies ist mir nicht gruselig genug. Hab ich schon vergessen. Was ein Idiot. Offenbar erinnert sie sich selber da nicht mehr dran. Ist ein Pfeiler. Das Spiel überrascht mich gerade ganz schön. Dieser Toraußenposten hat eine lange Geschichte und wir sind sehr stolz, hier unseren Dienst leisten zu dürfen. Aber dieser Arbeitsplatz ist einfach nur fürchterlich. Fürchterlich? Aber es sieht doch alles gut aus. Die Geschichte der Nachtwächterin ist viel älter als unsere, nicht wahr? Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist denn hier passiert? Wo sind denn alle Leute hin? Geht's nach Meyer? War hier nicht noch eine Ebene? Ah, die kommt ja erst jetzt. Nee, Moment mal, ist der Toraußenposten? Idoneas Laden. Die ist noch hier. Bis zum nächsten Mal. Oh, die hat neue Sache. Krähenfuß. Besteht aus vier in verschiedenen Richtungen geschmolzene Eisendorn, die auf den Boden geworfen werden, um Bewegung zu Feindes zu behindern. Das ist ja awesome. Starke Medizin. Dieses Gebäude wird aus wilden Kräutern, die man überall pflücken kann, hergestellt. Man kann Betäubungen vorbeugen. Ja. Essig. Eine Tinktur aus Essig und Medizin, die von der Kirche als Gegengift hergestellt wurde. Jeder Reisende sollte genug davon bei sich tragen. Brauchen wir da mal ein paar. 20 Stück. Oder das machen wir das komplette Dings voll. Einmal 5 Stück noch ins Lager. Gegen Stun. Kommen wir mal 2. Krähenfüße holen wir uns auch mal 20. Machen wir wahrscheinlich nur 15 mitnehmen, oder? Nee, relativ viele. Giftnadel. Eine vergiftete Silbernadel pro Verwendung werden 3 Exemplare benötigt. Okay. Besser. Heiltrank. Davon habe ich 5 in der Büchse und 2 selber bei mir. Das heißt, wir werden da auf jeden Fall mal noch 8 kaufen. Und da müssen wir mal gucken, ob wir irgendwas verkaufen können.
Geschwungene Dolche könnte ich wegschmeißen. Wie viel bringen die ein? 200. Dreitausend Atem des Altfadora-Verderbers. Komisch, bei ihr ist alles geblieben. Das ist sehr seltsam. Was ist denn, wenn ich mich teleportiere? Oh, das ist komplett reset. Vielleicht kann ich die Quest einfach momentan nicht abschließen. Und das geht gar nicht mehr. Alien-Axt. Was zur Hölle? Hä? Oh, die haben aufgerüstet. Seid gegrüßt, Nachtwächterin. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Isidora, die Inhaberin. Wenn ihr was habt, das ich für euch lagern soll, gibt es mir ruhig. Ich habe genug Lagerplatz. Keine Sorge, bei mir sind eure Sachen sicher. Wie genau ich das anstelle, ist jedoch geheim. Das ist unser kleines Geheimnis. Also, was will ich nicht mehr haben? Das schwule Dolch. Aha, mehr davon beeinflusst meine Kräfte. Ich weiß nicht, inwiefern das funktioniert. Wenn man den Bogen kann ich eigentlich... Ich weiß nicht, ob ich einen... Tequila. Schauen. Oh, ihr seid es. Der ist auch noch genau derselbe. Und er hat aber neue Ausrüstung. Goldhelm. Goldschwert. 80.000! Goldener Jagdbogen. Goldene Dolch und goldener Hammer. Ach du Scheiße, komplette Goldausrüstung hat er hier. Cool. Saunas Mantel. Komplette Goldausrüstung kriegt man hier. Wo man eine Schusswaffe bekommt? 6 Verteidigung, Haltung, Abklingzeitverkürzung 10%. Ich meine, ich gucken, ob das besser ist. Saunas Handschuhe habe ich ja schon. Das ist Verteidigung 5, Haltung 40. Verteidigung 6. Haltung 40. Haltung 20, Abklingzeitverkürzung. Hinterlassen Objekt plus 20%. Und mehr Gesundheit. Es hat keine mehr Gesundheit, ne? Nee. Verteidigung. Oh. Ja, dann will ich das lieber behalten, ehrlich gesagt. Schummermantel. Schlimmer. Der braucht jetzt auch den anderen.
3000. Ich habe ja nur diesen einen, ne? Ja. Man kann ja nur ein Dingsbums haben. I don't understand what's going on here. Diese Tür ist verschlossen. Layla? Die Brüder haben also nicht gelogen. Du bist es wirklich. Ich bin es. Daisy. Erkennst du mich nicht? Daisy? Hey, sieh mich an. Ich bin kein kleines Mädchen mehr. Ich bin jetzt eine erwachsene Dame. Die Brüder aus dem Wald erzählten mir, dass sie außerhalb der Stadt eine Nachtwächterin getroffen haben. Ich war sicher, dass du das bist. Wo ist der Professor hin? Seid ihr verletzt? Oh je, die Brüder sagten mir schon, dass du etwas verwirrt bist. Ich war doch die ganze Zeit hier in der Stadt. Ich kann doch auch nirgendwo hin, da die Seuche sich so verbreitet hat. Ich würde so gern noch weiter mit dir reden, aber ich möchte jetzt zurück zur Arbeit. Du findest mich in der Zuflucht. Der Doktor ist auch dort. Aha. Schwester Daisy. Sprich in der Zuflucht mit Daisy. Was? Was war das denn jetzt? Haus des Doktors. Tür ist leider verschlossen. Oh, oh, hallo, was für eine Schönheit. Setz dich doch bitte zu mir. Ich bin Fischer, der reichste Mann im Meer. Ich liebe Edelsteine und Waren. Mir gehört die gesamte Bergbau- und Brauerindustrie in der Region. Ich habe es von ganz unten nach ganz oben geschafft. Es soll einen Vorfall in der Mine gegeben haben, aber ist nicht schlimm, wenn ich ein paar Arbeiter verliere. Mich würde auch nicht wundern, wenn die Seuche von dort stammt. Aus diesem Höllenloch könnte alles Mögliche kommen. Ich hoffe nur, dass die infizierten Minenarbeiter drin bleiben und sterben, statt das Gift in die Stadt zu bringen. Aber Süße, warum gehst du denn schon? Und bleib hier bei mir. Ich kann dir alles kaufen, was du begehrst. Ich bin reich. Bei dem Unfall sind viele Bergarbeiter gestorben. Es ist so teuer, neue Arbeiter anzuheuern. Im Moment ist es das nicht wert. Wen haben wir denn hier? Als ich dich das letzte Mal sah, warst du noch ein kleines Mädchen. Wir haben uns doch erst kürzlich gesehen. Was redest du denn da? Du warst doch schon Jahre nicht mehr hier. Was ist denn hier los, verdammt? Die guten Kunden sind alle gestorben. Warum überleben nur die Kunden, die kaum etwas kaufen? Wie wäre es mit einem Apfelwein? Ja. Essig. Komm jederzeit wieder vorbei. Tequila. Ich hasse das Meer, deswegen habe ich meine Stellung als Matrose hingeschmissen. Das Meer ist einfach schrecklich. Es sieht so friedlich aus, hat aber bereits so vielen das Leben genommen. Ich bin nur des Geldes wegen Matrose geworden. Ja, danke fürs Gespräch, Junge. Oh, die haben echt angebaut. Na gut, dann gehen wir mal hoch und hier drüben gucken. Es gibt immer mehr Patienten der Zuflucht. Es gibt immer mehr Patientinnen der Zuflucht. Der Doktor kann die Arbeit nicht mehr alleine bewältigen. Zum Glück haben wir den Doktor und seine Assistentin.
Solange es Menschen gibt, die sich der Pflege der Kranken widmen, gibt es noch Hoffnung. Zimmer 212. Salvini. Als ich noch klein war, hatte ich Angst vor der Dunkelheit. Meine Mutter hat mir dann immer Geschichten über Bären erzählt, um mich zu beruhigen. Ich habe aber noch nie einen echten Bären gesehen. Wie ich hörte, gibt es welche im Trauerwald. Also bat ich die Jägersbrüder, mich mitzunehmen, damit ich einen echten Bären sehen kann. Und dann? Habt ihr einen Bären gesehen? Ich mag sie nicht mehr. Ah, böse Kreatur. Porträt des gelehrten Woods. Ein berühmter Geograf, seine bedeutendsten Werke sind die über die geheimnisvolle Insel Asmorov. Shannon sind sehr gut mit den Menschen, mit ihren Spenden konnten sie viele Kinder helfen. In Zimmer 237 lag ein Gemälde, vielleicht sucht jemand danach? Diese Tür ist verschlossen. Noax. Wegen der Monster mussten die Postzustellungen schon lange eingestellt werden. Ich trage diesen Brief immer bei mir. Er ist ein Stück des Puzzles. Wie weit er wohl käme, wenn ich diesen Entwurf ins Meer werfen würde? Ob er es auf die andere Seite schaffen würde? Sehr unwahrscheinlich, aber trotzdem ein schöner Gedanke. Würdet ihr mir helfen? Wisst ihr, ich komme hier nicht weg. In Ordnung, ich werde mich darum kümmern. Vielen Dank. Werft ihn aus dem Bunker im überfluteten Gebiet. Das sollte nicht allzu schwierig sein. Aschenpost. Wirft die Flasche mit dem Brief aus dem Bunker im überfluteten Gebiet direkt ins Meer. Ein Bunker. Habt ihr schon gehört, was in der Mine passiert ist? Alle reden von einem Unfall, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Warum denn? Anscheinend haben sich einige der Arbeiter in Monster verwandelt. Meine Güte, meint ihr, dass es Überlebende gibt? Woher soll ich das wissen? Moment mal, ihr wollt doch nicht dahin, oder? Die Mine ist weit weg, ohne Führer findet man schwer dorthin. Begebt euch nicht in Gefahr, setzt euch und trinkt etwas. Das ist alles super strange. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt hier irgendwie oder was hier eigentlich passiert ist. Habt ihr von dem Vorfall in der Mine gehört? Mein Bruder Pierre arbeitet dort. Ich hoffe, dass er unverletzt ist. Kann nicht irgendjemand meinen Bruder aus dieser Mine retten? Reicht es wirklich? In der Schimmerkirche zu beten? Okay. Drückt man automatisch die falsche Taste? Das gibt's doch nicht. Die Bitte von Clay. Suche in der Mine nach Clays Bruder Pierre.
Hütte des Malers. Versteht ihr Kunst? Die Kunst kann uns die schönsten Momente in unserem verdorbenen Leben schenken. Ich habe viele Meisterwerke auf die Leinwand gebracht. Aber 7 von ihnen gingen auf meinen Reisen verloren. Können Sie sie finden? Ich wollte im Namen der Göttin der Kunst meinen tiefsten Dank aussprechen. Doch kein Sterblich hat das Recht, für sie zu sprechen. Deswegen werde ich euch nur in meinem Namen danken. Aha. Suche nach den Gemälden. Setze mal, Maler bittet mich, seine verlorenen 7 Gemälde zu suchen. Expertenring, den habe ich vorhin noch gelesen. Ausdauerkosten minus 10. Puh. Die Ausdauerkosten, ja gut, ich habe ja die Ausdauer plus 15, das macht halt keinen Unterschied. Wir können halt nochmal die Ausdauerkosten senken. Angriff plus 5. Ja, das ist Geld plus 50%, ist eigentlich ziemlich nett. Wir können das hier mal nehmen. Ein bisschen weniger Stärke. Was hat der denn hier unten? Porträt der Lady Katniss. Ist der Besitzer oben im Zimmer? Okay. Lady Katniss veröffentlichte in ihrem Leben mehr als 32 Prosa- und Lyrikwerke und hat sich damit den Ruf einer der größten Schriftstellerinnen erworben. Meine wundervollen Gemälde! Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen. Fehlen noch 4 Gemälde. Wie geht's woanders hin? Ich war eigentlich immer gesund, aber in letzter Zeit ging es mir nicht gut. Ist es das Alter? Die Leute sagen, dass eine Seuche umgeht. Die haben echt mega angebaut. Und hier ist auch irgendwo der Bunkersaal, oder? Zuflucht. Hust, Isabella. Isabella? Ist alles in Ordnung? Ich bin krank. Daisy kümmert sich um mich. Aber woher kennt ihr denn meinen Namen? Weißt du nicht mehr? Wir haben uns doch draußen kennengelernt. Draußen? Außerhalb der Stadt? Das klingt nach einem schönen Traum. Wenn ich wieder gesund werde... Kommt Vati dann zurück? Ich möchte so gern wieder Blumen pflücken gehen. Soll ich euch ein Geheimnis verraten? Wenn Beauf schläft, schleicht Daisy herein und rötet an seinem Bett. Es ist zum Schieflachen. Beauf hat eine psychische Krankheit, die Glas-Syndrom heißt. Er glaubt, dass sein Körper so zerbrechlich wie Glas ist. Deswegen traut er sich nie aus seinem Bett. Lustig, nicht wahr? Hust. Geht es dir gut? Ja, macht euch keine Sorgen um mich. Schön, dich zu sehen, Leila.
Ich habe eine Nachricht von den gelehrten Dorn erhalten. Sie sagt, dass sie bei sich zu Hause noch ein paar Medizinvorräte hat. Wir brauchen sie so dringend, aber ich kann gerade nicht weg. Würdest du mir einen großen Gefallen tun? Könntest du die Medizin für uns holen gehen, Lea? Aber natürlich. Kann man die Seuche mit der Medizin unter Kontrolle bringen? Das weiß ich nicht. Am besten fragst du mal den Doktor. Er führt seine Forschung im obersten Obergeschoss. Im ersten Obergeschoss. Schweinehund, der... Daisy ist ein gutes Mädchen. Sie hat sich um mich gekümmert. Ohne ihre Hilfe hätte ich nicht überlebt. Ich könnte schwören, dass jemand gestern Nacht an meinem Bett gerüttelt hat. War das einer der anderen Patienten? Ist ihm denn nicht bewusst, dass mein Körper in 1000 Teile zersplittert, wenn ich aus dem Bett falle? So, so müde. Habt ihr in letzter Zeit jemanden Verdächtiges gesehen? Der ist auch nicht mehr ganz bei Trost. Da ist der Doktor. Hier geht's nach May raus. Was ist das denn jetzt? Ach du meine Güte, was ist denn hier noch alles? Ich würde mal sagen, dass ich jetzt mal speichern gehe und dann werden wir diese Folge hier beenden. Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Danke fürs Einschalten. Und dann sehen wir uns an einer anderen und neuen Aufnahme ist ja schon wieder. Ich bin weg und freue mich, wenn es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Tschüss.